Hi, ist hier noch frei? Mhm, ja. Gut, prima, ja. Hast du heute auch das vegetarische Menü genommen? Nee, Jägerschnitzel. Und du? Grünkernbrätling mit Rohkostteller, wa? Also, nur weil ich grüner Bundestagsabgeordneter bin, muss ich mich doch nicht wie ein Kaninchen ernähren, oder? Also. Willst du denn nicht in den Fraktionsvorstand? Seit Joschka kein Fleisch mehr isst, fällst du mit so einem Schnitzel doch schon im ersten Wahlgang durch. Ich will was sagen, ja. Wenn wir bis zum Jahr 2002 nicht mindestens ein AKW stillgelegt haben, dann brauchen wir bald ja keinen Fraktionsvorstand mehr, weil wir dann nämlich nicht mehr gewählt werden, verstehst du? Ja, die Basis checkt das doch überhaupt nicht. Ja, ja. Oh, total zäh. Total zäh. Nee, ich habe neulich in meinem Anti-AKW-Arbeitskreis gesagt, Leute haben mir gesagt, 20, 25, 30 Jahre Restlaufzeit, ist doch völlig egal, ja. Bei den vielen selbstgedrehten Zigaretten, die ihr bei euren Sitzblockaden am Bauzaun geraucht habt, erlebt ihr das doch sowieso nicht mehr. Das ist eben das Problem der Grünen. Ja. Oben haben wir hervorragende Führungspersönlichkeiten, aber unten... Ja, unten. Unten denken die ja immer noch, sie könnten im selbstgestrickten Pullover Hand in Hand mit dem Wachtelkönig durch die Feuchtbiotope hüpfen und abends auf naturbelassenen Rosshaarmatratzen den ewigen Frieden herbeirammeln. So ist es doch, oder? So ist es doch. Also, ich sag dir, also... Ja, ja. Und die Pferde für die Rosshaarmatratzen haben sie natürlich freiwillig rasieren lassen, ist ja klar. Ja. Ich kann auch das Gequatsche der Basis nicht mehr hören. Nee. Die Grünen haben ihre Ideale verraten. Ja, genau. Schröder ist der Autokanzler und wir nur noch die Nickdackel auf der Hutablage. Die sind immer noch nicht in der Wirklichkeit angekommen und die... Die ist verdammt hart. Ja. Also, man muss das Ganze doch mal im größeren Zusammenhang sehen, ja. Ich meine, wir Grüne haben doch letzten Endes sämtliche Weltuntergänge überlebt, die wir selber vorausgesagt haben. Genau. Wir haben die Berufsverbote überlebt, obwohl wir gar keinen Beruf hatten. Genau. Und wir haben die Frauenbewegung überlebt. Genau, ja. Also ich persönlich habe überhaupt kein Problem mehr damit, mich heutzutage ganz bequem auf einen Frauenparkplatz zu stellen. Ich habe die Klimakatastrophe am eigenen Leibe erfahren. Wie denn das jetzt? Ich habe doch jahrelang bei jedem Wetter vor Aldi am Infotisch gestanden. Ach so, ja. Also als ich zum ersten Mal auf die Landesliste wollte, da hatte ich ja als Gegenkandidaten einen behinderten Greenpeace-Aktivisten mit 5 Schornstein-Erstbesteigung. Hattest du dich damals nicht extra scheiden lassen? Ja, natürlich. Ich musste als alleinerziehender Vater den Behindertenbonus irgendwie ausgleichen. Nicht? Also, ist ja klar. Wir haben doch beide ganz unten an der Basis angefangen. Also ich war früher auch mal Fundamentalist, ja. Aber ich habe mir letztes Jahr ein Haus gebaut und seitdem hat das Wort Fundament für mich eine ganz neue Bedeutung. Nachtisch? Ja, gerne. Außerdem, unsere Regierungsbilanz ist doch gar nicht so schlecht. Nee. Wir haben doch auch Erfolge vorzuweisen. Genau. Wer hat denn dafür gesorgt, dass das Menü 3 hier in der Reichstagskantine vegetarisch ist? Die Grünen. Ja, leider. Und Kosovo. Ich meine, der Krieg da hat mich auch erschüttert. Na, jeder Einzelne von uns war doch quasi in 2 Hälften zerrissen, ja? Die eine Hälfte wollte unbedingt an der Regierung bleiben und die andere Hälfte auch, nicht? Ja, was ist doch? Joschka Fischer war schließlich der einzige Politiker, der die Schluchten des Balkan im Gesicht getragen hat. Ja. Joschka ist als Politiker ist der einfach authentisch, ja? Das kannst du auch hier in seinem Buch nachlesen, hier, der lange Lauf zu mir selbst, ja? Da schreibt er hier auf Seite 55, also wörtlich jetzt, ja? Jeder Tag beginnt mit dem Morgen. Genial, da muss man erst mal drauf kommen. Oder hier auf der anderen Seite, was gibt es Leckeres zum Frühstück als ein Teller frisches Obst? Ich meine, das ist doch genau die Antwort, auf die dritte Welt seit langem gewartet hat. Das ist die Politik der Grünen für das neue Jahrtausend und das begreifen immer mehr Menschen. Ja, genau, da kann uns die ganze Basis mal biologisch dynamisch am Arsch lecken, verstehst du? Wir kriegen ja jetzt ganz neue Bündnispartner. Selbst die Mineralölkonzerne unterstützen uns jetzt. Guck dir doch an, wie die Benzinpreise nach oben schießen. Genau, in ein paar Jahren ist das Benzin auch ohne Ökosteuer so teuer, da kriegt das Wort Autoschieber eine ganz neue Bedeutung. Dann engagiere ich die ganzen bekloppten Fundis aus meinem Kreisverband und lasse mich von denen in meinem Audi zu jeder Bundestagssitzung schieben. Und zwar auf 630 Mark Basis.